Recht herzlich willkommen zur 47. Folge von Factorio. Ja, letztes Mal hatte ich gesagt, wir wollen das hier jetzt zusehen, dass wir das fertig kriegen. Und wir gucken doch mal hier rein. 41 von den Dingern haben wir und da ist noch einer, das wären dann 42. Also Solarpanels müssen noch fertig werden. Brauchen wir die eigentlich noch? Ja. Und da fehlt jetzt zurzeit Eisenträger. Gut, dann hauen wir die da mal gerade rein. Damit das was wird. Wie viele Eisenträger brauchen wir denn? 5. Dann nehmen wir da mal welche raus, oder? Und ich glaube, dann wäre das besser. Können wir jetzt 8 Stück bauen. Das würde dann, glaube ich, reichen, weil sonst haben wir nämlich zu viel. Gut. Da sind 2 drinne. Und es laufen sogar noch welche da oben lang. Das wären dann genug. Die nächst kleinere Zahl wären Stahlträger 1500. Da müssen wir mal gucken, wo die herkommen. Hier werden Steine eigentlich fabriziert. Da waren wir gerade. Hier wird nix. Da auch nicht. Da auch nicht. Ja komm, dann hauen wir doch mal das da rein. Da müsste noch der Stahlträger rausgemacht werden, oder? Gucken wir mal gerade nach. Jo. Und der läuft dann da auch runter. Und wird der da unten rausgenommen eigentlich? Ja, der ist links geblieben. Gucken wir mal gerade, wo er lang fährt. Allerdings ist gerade wieder unwahrscheinlich viel Kupfer im Umlauf. Und Roboter auch. Ich glaube schon, ne? Wo ist denn der Stahlträger? Da oben ist auf jeden Fall einer. Der kommt jetzt auf das Band und wird nicht rausgenommen, aber hier unten wird er rausgenommen, okay. Ach ja, wir hatten hier extra die Kisten gemacht. Der erste Stahlträger ist da drinne. Da sind Eisenplatten drin und diese intelligente Kiste konnte ich nicht feststellen, was das ist. Die hat was mit dem Netzwerk zu tun, aber da bin ich auch noch nicht weitergekommen. Ja. So, jetzt läuft's eigentlich hier ganz gut soweit. Hier fehlt's immer an Kupferdraht. Dann hauen wir den da mal gerade rein, obwohl der gerade auch produziert wird. Tränke werden auch gemacht. Ja. Die dann da rein und ja, die können wir alle dazu nehmen. Jetzt fehlen uns noch 2 davon. Lass mal gerade gucken. Wo hapert's dran an Elektroteilen? Kommen die dann nicht durch? Wahrscheinlich nicht, ne? Die Elektroteile, da hapert's an Stahlplatten. Okay, das ist nicht das Ding, da können wir gerade Abhilfe schaffen. Aber hier können wir schon mal die rausnehmen, dann kann man da keine produzieren in dem Sinne. Also kann man auch, aber nur geringfügigere dann. Hier läuft alles. Kugelschaden 3 ist dann bald auch durch. Ja. Stahlträger. Munition, Eisen. Da hat sich nichts dran geändert. Hier ist nichts mehr dran. Ne? Der sortiert nur das und das aus. Okay. Und hier oben wird jetzt wieder produziert, oder? Genau. Nachdem passiert noch einer. Aber Kupferplatten fehlen dann. Nehmen wir die mal weg. Dann können wir 5 mehr machen. Okay, lassen wir so. So. Gucken wir da rein. Da sind noch 2. Wir haben 50. Das sind dann ausreichend. Gut, dann als nächstes die Stahlträger. Die wurden hier oben gemacht. Ist aber nicht da. Und dann müssen wir da noch für Sorge tragen, dass was reinkommt. Und wenn wir schon dabei sind, schmeißen wir erstmal richtig an, ne? So. Entschuldigung.
Da hätten wir auch noch einen Ofen. Da ist aber was anderes drin, nämlich Stein. Nehmen wir den Stein nochmal raus. Aber dann kommt dann Eisen da rein. Auch schön, ne? So, das geht jetzt nicht, weil... Keine Ahnung. Ach so. Er will Eisenplatten machen, geht aber nicht. Aber ich glaube, jetzt habe ich das geschafft, oder? Jetzt macht er Stahlträger, alles gut. Und... Das war jetzt hier, ne, oder? Ja. Gut, das läuft auch. Es ist verdammt viel Kupfer jetzt im System wieder drin, wie man sieht. Das nimmt gleich wieder überhand. Wer produziert hier zurzeit Kupferdraht? Nehmen wir mal Kupferplatten. Kupferdraht läuft hier, aber keine Kupferplatten. Okay. Ja, die brauchen den Kupferdraht, damit Elektroteile gemacht werden. Die funktionieren aber auch. So, gucken wir mal hier unten rein. Zweite Kiste war, glaube ich, Stahlträger. 20 Stück sind da drin. Könnten dann mehr werden, ne? Okay, da rein. Da raus. Ja, und die füllen wir wieder auf. Voll machen. So, und dann fehlt es irgendwie schon wieder an Stahl, ne? Gut. Das würde bedeuten, wir müssten mal wahrscheinlich hochfahren, oder? Er kann nicht entladen. Ne, passt. Fahren wir hoch. Können wir so rumfahren. Läuft, ne? Gucken wir mal, wie es da oben aussieht. Wahrscheinlich ganz schlecht, ne? So, da kommen wir zum ersten Turm. So, und dann wird eingeladen. Wofür ist das? Okay, da kommt schon wieder ein Gegner. Aber wenn die so einzeln kommen, ist das wohl alles halb so wild, ne? Hier ist noch ein bisschen schlecht der Schutz, aber ich glaube insgesamt ist das schon okay. Ich glaube, die Kisten sind dann nicht leer, ne? Hier sieht's aus. Wird gut eingepackt. Ja, läuft. Also wenn die schießen, ne, ist immer kurz der Strom weg, ne? Kann das sein? Ja, läuft noch. Ja. Stahlkiste ist voll. Vielleicht sollen wir einfach mal aussteigen und dann können wir auch die Stahlkiste noch übernehmen, ne? Gut, da haben wir alles genommen, was geht. Das ist mit der Steuerungstaste. So. So, Anhänger ist voll. Kann ich denn da hinfahren? Wo die Feier wäre erreichbar. Und dann können wir den Zug sogar losschicken. Guck mal an. Und der fährt da auch hin.
Gut, und wird entladen. Können wir aussteigen. Und da fehlt Fuel. Keine Kohle mehr da. Da fehlt ein Roboter oder was? Okay, da ist nichts mehr drin. Kann man da zwei reinpacken? Nein, kann man nicht. So. So. Jetzt wird das da rausgepackt, alles gut. So, dann sollte das auch wieder hier automatisch laufen. Ah, Strom ist immer knapp, ne, weil da geschossen wird. Was wir natürlich mal machen könnten, ne, aber jetzt gerade, wo es dunkel wird, vielleicht nicht, aber hier unten ist ja auch noch was zu entdecken, ne, oder? Aber da würde ich sagen, fahren wir mit dem Auto hin. Wo ist denn das Auto? Da oben. Es ist gerade dunkel, ne? Vielleicht nicht so die dolle Idee, aber da ist auch ganz viel Wald. Oh, Forschung ist zu Ende. Ja, dann können wir nur das machen, oder was? Auf geht's. Kugelfeuerrate 3. Hier ist alles so ziemlich dicht, ne? Kommt man gar nicht durch. Baum, vom Baum gefahren. Na, noch ein Baum. Ja, gut. Dann müssen wir da oben rum. Wird zum Glück jetzt schon wieder hell. Oh, da ist irgendwie noch ein Lager wahrscheinlich. Da kommen wir auch nicht raus. Hier unten ist noch ein See. Da ist noch ein Vorkommen. Aber da möchte ich jetzt auch nicht näher ranfahren. Da deckt sich die Karte noch auf. Ich weiß nicht, was das da unten ist. Da geht die Karte auch noch weiter. Da bewegt sich was. Das sind kleine Punkte, ne? Ja, ich glaube, da fahren wir besser nicht hin. Gucken wir mal, dass wir da wieder zurückkommen. Jawohl. Ein Baum. Also da unten sind Bewegungen auf der Karte zu sehen, ne? Die Punkte blinken gerade. Weiß aber nicht, wie es da oben ist. Hier ist ja auch noch wieder was. Ist das ein Nest oder ist es keins? Das ist hier die Frage, ne? Oh. Die kommen hinter mir her. Und das Einzige, was ich machen kann, ist zum Geschützturm fahren. Dann haben wir vielleicht eine Chance.
Kommen die Viecher nach oder nicht? Ja, sie kommen nach. Okay, das ist dann aber erledigt. Ich glaube, das war die richtige Entscheidung, hier hochzufahren. Gut. Die sind dann mal tot. Also da haben wir das auch gerade festgestellt. Das, was da unten los ist. Ah, super. Okay. Fahren wir hier lang. Hoffentlich haben wir denn jetzt nicht hier irgendwelche schlafenden Viecher geweckt, die jetzt uns immer wieder angreifen, ne? So, da steigen wir wieder aus, alles gut. Ja, da unten wird jetzt ordentlich produziert, wie man sieht. Eisen wird gemacht. Da ist schon genug Eisen drin. Die schmelzen jetzt aber wieder normal. Ja, die schmelzen natürlich jetzt ganz normal alles. Ich habe auch keine Eisenplatten mehr da, ne? Gut, wie sieht's bei den anderen aus? 4. Was wird hier produziert? Ja, Eisenplatten rein, also Eisenträger, oder? Ja, da werden also Eisenträger gemacht. Das würde bedeuten, es werden auch Eisenträger produziert, die dann hier unten, ja, sind sogar schon tatsächlich 100 da. Und was braucht man? Stahlträger 1500. Ja, gut. Läuft erstmal noch. Wie sieht's hier aus? Alles gut. Die beiden nehmen wir da mal raus. Was haben wir hier drin? Eisenplatten. Und da war Munition. Okay, sogar welche gemacht worden. Da sind jetzt 2 hier drin. Schön. Die Geschütztürme haben wir hier auch, sehe ich gerade. Und die sind auch voll. Forschung läuft nicht. Grüne Tränke sind da, aber keine roten. Die waren hier irgendwo, ne? Da? Ja. Was fehlt? Zahnräder. Haben wir aber noch. Gut, dann läuft es da auch gleich wieder. Kommen wir schon mit klar, ne? Gut, Produktion müssen wir dann gucken, dass die gleich wieder vorangeht. Der Ausflug war ja interessant. Ob das hier unten auf der Karte dann auch noch Viecher sind, gehe ich mal auch von aus. Einfach aus dem Grunde, weil hier diese Punkte sich, wo ich näher dran war, bewegten, ne? So, mal schauen, was wir da machen. Ob wir da nicht nur eine Sightseeing-Tour hinmachen, ne? Gut, okay. Aber nichtsdestotrotz würde ich erstmal sagen, soll es für die Folge reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.